Im Jahre 2017 fanden 932.272 Leben in Deutschland ihr Ende und 792.131 begannen. Jährlich enden und beginnen Hunderttausende von Leben, alle mit ihrer eigenen individuellen Geschichte. Jedes Ende bringt Wut, Trauer und Verzweiflung mit sich. Jeder Anfang jedoch bringt Licht, Hoffnung und Freude. Ist schwanger. Kurz nach der freudigen Nachricht erhält ihr Mann, der Vater ihres Kindes, die Diagnose: Krebs. Sie erzählt: Während mein Körper immer fülliger wurde und neues, kostbares Leben in mir wuchs, musste ich mir ansehen, wie der Körper meines Mannes immer dünner wurde und ein Leben verlor. Kurz nach der Geburt unseres Kindes verstarb er. Nie war ich so voller Trauer und gleichzeitig voller Freude wie damals. Gottes Wege sind unergründbar. Was mich bewegt,
Nach so einer Story fragt man sich natürlich, warum? Gottes Wege sind wirklich unergründbar. Auch mir ging das eine Weile durch den Kopf und ich fand die Antwort in Jesus' Ende. Gott schickte Jesu Christus, seinen Sohn, auf diese Welt, wo er gefoltert und gekreuzigt wurde, wo er sein Ende fand. Und gleichzeitig gab er so uns, den Menschen, seinen Anhängern, die Chance auf einen Neuanfang, auf ein Leben in Freiheit, auf ein Leben in Gottes Liebe. In Jesu Ende liegt ein Anfang für jeden Einzelnen von uns. Wir dürfen einfach nur Ja zu Gott sagen und erhalten die Chance auf einen Neuanfang, für ein Leben, in dem wir einfach nur wir sein dürfen, mit all unseren Ecken und Kanten. Gott liebt uns so, wie wir sind. Und wenn wir ihn in unser Leben lassen, füllt er unseren Geist mit Kraft, Liebe und Besonnenheit, begleitet uns in allen guten Tagen, die voller Licht und Freude sind. Und gleichzeitig ist er für uns in unseren schweren Zeiten da, während Trauer und Angst unser Leben bestimmen. Er ist unsere Zuflucht, eine sichere Festung, die uns beschützt und auf die wir vertrauen dürfen. Das Coole an der ganzen Sache ist, es ist egal, ob wir uns mit 15, 35 oder erst mit 50 für ein Leben mit Gott entscheiden. Gottes Liebe ist und bleibt allumfassend. Und auch Jesus selbst sagt von sich, ich bin Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Amen. Let the